Der Funke ist eigentlich sofort bei den ersten Tönen übergesprungen. Ich habe das gespielt und dann ging so wie so eine Tür auf, so im Innern. Das starke Gefühl, das ist so meine Klangsprache. Ich kann damit auch was ausdrücken und es ist mir sehr nah. Thomas war ein sehr geradliniger Mensch in der Verfolgung auch seiner Ziele und ich fand ihn dabei sehr zugewandt und ja, auch sehr poetisch und zärtlich. Ja, es drückt sich auch in seiner Musik aus, in seiner Art, mit wenig Mitteln eigentlich zu komponieren und sich immer auch zu reduzieren und sich auf Wesentliches so zu besinnen und das sehr gerade und sehr strukturiert zu verfolgen. Das Richard K. ist ein Werk wirklich aus den letzten Lebenswochen des Komponisten. Er hat das ein bisschen skizziert, was er damit ausdrücken möchte. Und zwar steht am Anfang der Handschrift fernhypnotisch, so als Bezeichnung der Atmosphäre. Und dann hat er noch zugefügt Licht am Ende des Tunnels. Und das hat er aber wieder durchgestrichen. Also das ist vielleicht nur so eine Assoziation, die er vielleicht dann doch zu persönlich fand, um das zu veröffentlichen. Aber mich selbst hat das sehr inspiriert. Bevor ich die Handschrift bekam und nur das reine Stück hatte, hatte ich auch so ein Gefühl, dass die Anfangstöne klingen, als ob sie in einem dunklen Raum, in einer Höhle sozusagen aufgenommen sind. Und ja, das passte dann auf Anhieb sehr gut zueinander. Das Stück beginnt mit 5 Tönen, jeweils das H. Das Anfangstempo ist 100/4, das ist etwa so. Und am Ende des Werkes geht das Tempo eine ganz kleine Spur ins Langsamere, auf Tempo 92. Also das ist kaum spürbar, aber so ein Hauch. Und das ist auch das Besondere an diesem Werk, dass es von den Nuancen lebt. Es gibt viele zeitgenössische Stücke, die sehr große Klangmasse bewegen, aber dieses Stück spielt sozusagen mit der Stille. Ja, er hat auch nicht viel für Orgel komponiert. Also das ist jetzt nicht so eigentlich jetzt sein Steckenpferd gewesen, ja. Sondern ich vermute auch, dass es ihm eine Herzensangelegenheit war. Das habe ich immer mal wieder auch bei ihm beobachtet, dass es kleine, feine Stücke gibt, die jetzt nicht so für etwas oder auf etwas hin direkt komponiert worden waren. Also ich werde einen Teil aus dem letzten Abschnitt spielen. Da hat der Komponist erstens von der Klangfarbe eine kleine Veränderung vorgeschrieben. Er schreibt also kein spezielles Orgelregister vor, aber beschreibt den Klangcharakter. Weiches Holz, schreibt er. Und dann auf den anderen Ebenen bleibt das Zungenregister und dieser sphärische, leise Klang. Und da spiele ich mal einen kleinen Ausschnitt vor. Thank you.